Motorrad an Motorrad stand am 6. April in der Sachsenring-Boxengasse. Keine Renns, sondern Alltagsmaschinen, neue und auch Oldies. Die Besitzer waren Gäste bei der Eröffnung der Motorrad-Saison, Motorrad- und Automobilsaison. Und wir haben ja ganz viele, die ein Saisonkennzeichen haben, speziell Motorradfahrer. Beginnt in der Regel Anfang April, deshalb dieses Warm-up. Kein Ort ist besser geeignet als die Boxengasse hier am Sachsenring, um in die neue Saison zu starten. Und wir begrüßen hier viele Zweirad- und Vierrad-Enthusiasten, also Leute aller Couleur, und freuen uns, dass wir so ein tolles Wetter haben, dass es so gut angenommen wurde, dass so viele Menschen hierher gekommen sind und dass alle ein bisschen Spaß haben. Die Organisatorin der Veranstaltung. Förderverein Sachsenring, der Verein für die Region. Wir wollen also was für den Sachsenring tun, wir wollen etwas für die Region tun. Das heißt also, wir wollen den Menschen hier etwas bieten, dass sie mal den Sachsenring von der anderen Seite kennenlernen können. Nicht nur von Seiten der Tribüne oder der Stehplatzbereiche beim Rennen, sondern auch mal direkt in die Boxengasse rein. Wir bieten auch Führungen durch die Race-Kontrolle, durch das Pressezentrum an. Und ich denke, wenn es so gut angenommen wird, es macht allen Leuten Spaß. Es eröffnet mal eine neue Perspektive auf die Sache und es hilft unserer Region. Es bringt ein bisschen mehr neue Interessenten an den Ring. Und ich hoffe, alle haben viel Spaß dabei. Die Rennstrecke Sachsenring kann 2027 das 100. Jubiläum feiern. Das wird sicher eine große Sause, denn der Sachsenring hat natürlich für die Region eine enorme Bedeutung. Alleine der Motorrad Grand Prix, viele, viele, viele Leute partizipieren von der Veranstaltung des MotoGP. Und für uns ist es auch ein Imagefaktor. Wer kennt Hohenstein Ernstthal, wer kennt Oberlunkwitz, wer kennt Liechtenstein in der Umgebung? Das sind alles Insider. Und durch diese große Veranstaltung, die größte Motorsportveranstaltung in Deutschland, kriegen wir international eine ganz andere Resonanz. Und uns ist sehr daran gelegen, dass dieser Grand Prix für uns, für die Region erhalten bleibt. Und dass viele Motorsportfans nicht nur aus der näheren, sondern vor allen Dingen auch aus der weiteren Umgebung den Weg zu uns finden, die Gegend erkunden und eventuell auch mal neben dem Grand Prix wieder hierher kommen, aus touristischen Gründen oder um die Umgebung, die Menschen näher kennenzulernen. Ein Anliegen auch derer, die die Veranstaltung am 6. April unterstützten. Ja, wir haben eine ganze Reihe Unterstützer. Da drüben am Plakat sind sie alle aufgelistet. Speziell die Autohäuser haben uns sehr gut unterstützt, auch die Motorradhändler. Aber wir wollen nicht vergessen, dass auch das Fahrsicherheitszentrum uns diesen Bereich hier kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, dass wir da von denen auch jeden Support kriegen, den wir brauchen. Wir brauchen ja eine ganze Menge an Helferlein, die die Motorräder einsortieren, die Automobile einsortieren, die dafür sorgen, dass die sanitären Anlagen funktionieren etc. pp. Und sowas geht nicht von alleine. Das heißt, man braucht schon ein bisschen Unterstützung. Und da möchten wir uns bei den Autohäusern, bei den Motorradhändlern und wie gesagt beim Verkehrssicherheitszentrum ganz herzlich bedanken, dass sie uns da so gut unterstützt haben. Der Motorrad Grand Prix ist nicht die einzige Rennsportveranstaltung auf dem Sachsenring. Wir freuen uns natürlich, Anfang Mai haben wir hier die internationale deutsche Motorradmeisterschaft und die Seitenwagenweltmeisterschaft. Also eine Veranstaltung, die eigentlich sehr hoch dotiert ist, die wir begleiten. Wir als Förderverein organisieren die Helfer im nicht sportlichen Bereich. Und da sind wir natürlich froh über jeden Helfer, der sich meldet. Es gibt ein Anmeldeformular auf unserer Webseite. Ähnliches gilt für die DTM im September. Dort ist es eigentlich noch wichtiger. Und auch die anderen, die sich gerne helfen möchten, zum Beispiel beim Grand Prix, sind natürlich jederzeit willkommen, können sich gerne melden. Motorsportbegeisterte gibt es viele an der Rennstrecke. Nicht für jeden Rennsport ist der Sachsenring geeignet. Zum Beispiel der nicht, dem sich der Rennsportverein Beulenschmiede Ernstthal widmet, der auch beim Warm-up 2024 dabei war. Im Gegensatz zu anderem Motorsport. Wie gesagt, das Low Budget und wir sind als gemeinnütziger Verein betreiben wir Motorsport für jedermann. Und der Spaßfaktor, man sieht es schon, ist unerschöpflich. Wenn man mal drinnen gesessen hat in so einem Auto eine Runde gefahren ist, dann das muss man ausprobiert haben. Man kann uns auf Instagram und auf Facebook folgen, MNC Beulenschmiede Ernstthal e.V. Und wie gesagt, wir fördern auch Nachwuchs, haben vielleicht vor, auch mal einen Nachwuchsfahrer im Jugendbereich zu etablieren. Und ansonsten schaut an, was wir machen. Wir fahren Autocross, wir fahren 12-Stunden-Rennen und folgt uns einfach und schaut mal, was wir machen. Und wer Lust hat, kann zu den Rennen dazukommen.
Man hört schon, trotz des großen Spaßfaktors fehlt nicht das Rennfieber. Bei den Wettbewerben kommt man nicht ohne Beulen davon. Wir machen keine Beulen raus, wir machen sie rein ins Auto. Und das macht halt auch den Spaß aus. Dass sich der Verein Beulenschmiede einstmals gründete. Ja, die Idee entstand vor ca. 10 Jahren. Sind wir beim Stockcar-Rennen in der Kiesgrube gewesen, haben uns das angeschaut und haben beschlossen, sowas muss man mal machen. Und haben das innerhalb von einem Jahr dann umgesetzt, sind 1-2 Jahre als Privatperson gefahren und haben dann gesagt, wir müssen das auf sichere Beine stellen und haben dort einen Verein gegründet. Und seitdem betreiben wir Motorsport in verschiedenen Stockcar, Autocross und jetzt dieses Jahr das erste Mal Langstrecke. Wettbewerbe finden verschiedene statt. Das nächste Rennen ist nächstes Wochenende in Barmuth. Da fahren wir den Pokal der Urstromtalmeisterschaft mit und sehen dort, was wir reisen können und haben dort natürlich vor, bestmöglich abzuschneiden. Das Himmelfahrtswochenende wäre dann in Hechstätt in Bayern ein 12-Stunden-Rennen, wo es nicht ganz so auf Crashen ankommt, sondern auf Durchhalten. Dort wollen wir 12 Stunden lang durchhalten und natürlich möglichst den ersten Platz erzielen. Wie man an den Pokalen auf der Motorhaube sieht, hat die Beulenschmiede schon so einiges abgesahnt. Bei dem verbeulten Auto kommt natürlich die Frage auf, wie gefährlich dieser Sport für die Piloten ist. Wir sorgen natürlich für die Sicherheit unserer Fahrer mit Spezialsitzen, mit Überrollbügeln, mit dem Gurtwerk, was vorgeschrieben ist. Es gibt auch da genaue Ausschreibungen, damit die Fahrer sicher sind. Auch beim Überschlag und sowas ja auch immer mal passiert, dass sie dann höchstmöglich gesichert sind. Die höchste Verletzung ist eine Rippenprellung gewesen, wie sich der Fahrer zugezogen hat. Ansonsten sind wir eigentlich ohne größere Verletzung immer durchgekommen. Man kann sagen, ein ungefährlicher Motor. Ja, das natürlich durch Sicherheit steht im Vordergrund. Wer Interesse hat, die Beulenschmiede kennenzulernen? Wir sitzen hier in Hohenstein-Ernstthal, haben unser kleines Domizil in der August-Böhme-Straße im Industriekomplex sind wir ansässig. Und schaut euch an, was wir machen. Wie gesagt, Facebook, Instagram, könnt ihr uns folgen. Und wir freuen uns auf euch. Nicht weit entfernt ist das Textil- und Rennsportmuseum, das sich auch der Geschichte des Sachsenrings widmet und zum Warm-up mit Stand vertreten war. Zur Geschichte gehört Max Neukirchner, der unter anderem in der Moto2 der Motorrad-Weltmeisterschaft und auch in der IDM unterwegs war. Am 6. April probierte er sich auf Oldtimern aus. Die Zuschauerzahl heute, es gibt natürlich keine definierte Zuschauerzahl, aber es ist schon sehr beeindruckend, was hier an Menschen da war. Wir haben sie auch alles ein bisschen bildlich festgehalten. Also wer uns auf unserer Webseite mal besucht, www.förderverein-sachsenring.de, kann da gerne noch mal nachvollziehen, was hier an diesem Wochenende bzw. an diesem Tag passiert ist.